Hallo, mein Name ist Hans und man nötigt mich, die Anmoderation zu machen, weil anscheinend weder Drake noch Akasha alias Disco Gabi dazu fähig sind. Aber zu was sind sie denn überhaupt fähig? Dude, überzeug dich doch selbst und schau das Video. Und nun macht euch bereit für den nächsten Part von Gildenkriege 2, Quatschtüten in Tyria. So, jetzt sind wir am Heldenpunkt angekommen. Ja! Gabi, du hast die Ehre. Darf ich? Ja, mach. Untersuchen? Ja, bin bereit. Ja, wunderbar. Franklin Flinklinge. Mit Banditen legt man sich nicht an. Ja, komm mal her, mein Freund. Oh, mein Auge juckt. Aua. Weg mit dir, du Halunke. Und jetzt bist du dran. Ja. Oh, mein Auge. Wie dein Auge juckt. Meine Augen. Ist das gerade eine Anspielung, dass ich blind bin? Hä? Nein. Bin in Wirklichkeit gar nicht blind. Nein. Doch. Was hast du gemacht? Mach mal. Hast du ein F1er-Skill? Nee. Ach doch, du kannst doch da tauschen, da deine Geister tauschen. Nö, Lüge. Ach. Also ich hab momentan nur den legendären Zwerg. Den Umblich. Ist das nicht der Ökten-Steinheuler? Wäre eine Lüge. Ich weiß nicht. Guck mal, da ist eine Wegmarke und ganz viele Moors. Oh, jetzt muss ich gerade wieder an das Spiel Gothic denken, Gothic 1. Da bist du durch die Pampa gelaufen und hörst du auf einmal nur Kokok! Und denkst du so, nein, Scavenger! Oh, Scavenger, genau. Die sind genauso schlimm wie bei uns hier die Mini-Raptoren. Vielleicht doch schlimmer. Die Scavenger habe ich anfangs, ich denke so, was hängen sich alle über die Scavenger auf? Und dann irgendwann so, ich weiß warum, schnell weg. Ja, Level 1, der Scavenger haut dich einfach tot. Nee, die sind bloß so, die sind so anstrengend. Angeschlagen und Fertigkeit 3 freigeschaltet. Guck mal hier. Ach komm, machen wir mal die. Mach alles kaputt hier. Ja. Put. Warte, wie war das bei Sacred? Ach, kaputt. Und die Goblins. Ja, voll cool. Schlag ihr den Kopf ab. Ich brauche nur einen Aschenbecher. Ich habe das auf Englisch gespielt und das ist tatsächlich in der englischen Synchro genauso. Die Goblins sagen genau das gleiche mit der exakt gleichen Stimme. Das ist nice. Oh. Alles auch schon ewig her, wie ich das gespielt habe. Overlord hieß das, gell? Was? Overlord? Ja, hieß das nicht Overlord? Nee, glaub ich. Oder du, das ist das. Diesen Ableger davon gibt es ja auch noch. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin hier gerade in der Festung rein. Es gibt ja noch das, dass du halt, ich muss mal verkaufen. Dass du halt, eine Dämonin und einen Zwerg spielen kannst. Mhm. Was? Hier ist ein Event, aber ich muss verkaufen. Schnell. Mehr Leute sollen. Laufen wir jetzt? Ich würde sagen, wir laufen gleich mit, aber ich muss immer nur ganz schnell mein Inventar mal ein bisschen leerer machen. Mach ich gleich. Ich habe schon was leer gemacht. Ich komme, warte! Ja, wir laufen ganz gemütlich. Sag mal, fliegt bei der irgendwie Fliegen um den Körper? Oder keine Ahnung. Oh, bei der ja auch. Was? Ja, ich rede von ihr, von dieser F-Step. Hä? Ach so, das ist, keine Ahnung. Ist das eine Infusion? Ist das nee, das hat ja der NPC gerade gehabt. Der NPC hat ja keine Infusion. Nein, ich rede jetzt von dem, was sie da so Grünes um sich hat. Lauf ganz gechillt. Ich weiß nicht, ich kenne die neue. Was ist denn das überhaupt für eine. Ich kenne diese ganzen neuen Icons nicht von den neuen Spezialisierungen. Nee, ich bin mir sicher, dass das irgendwie eine Infusion ist oder ein Rückenteil, keine Ahnung. Die jetzt wegfliegt, meinst du? Ja, genau. Uxoya vielleicht? Also, die auf jeden Fall hatte diesen Rücken mit diesen, Tropfen da. Mhm. Ihr Lichter. Ja, genau. Genau. Egal.
Oh, da kommen sie. Die Zentauren. Mach sie weg. Zentauren. Oh, mich ist noch ein Stern. Ihr macht unsere Disco nicht kaputt. Ihr macht eure... Ich bin gerade rausgeswitcht. Mann, oh, ich krieg hier nichts ab. Weil mein Auge juckt die ganze Zeit. Ja, streng dich mal an. Die wollen Disco kaputt machen. Geht nicht. Machen die Disco kaputt. Mit ihrer Drecksmusik. Ist gerade... Na. Auch. Jetzt habe ich gerade erstmal hier mit dem Speer interagiert. Ach so. Machen wir das jetzt auch mal. Das machen wir jetzt auch. Naja, das ist auch mit eins von diesen, damit du halt schneller steigst. Und drei Stück musst du interagiert haben, also geredet haben. Der Handelsposten hier leidet. Zentauren in direkter Nachbarschaft und so weit von Götterfels entfernt. Ja, ja. Ach ja, das Herz ist schon fertig, sehr gut. Herz ist schon fertig? Mhm, bei dir auch. Nein. Mir fehlt noch was. Eine Sache. Eine Sache. Jetzt bin ich fertig. Dein Herz wurde mir gar nicht mehr angezeigt. Achso, du warst ja außer Reichweite, glaube ich. Außer Reichweite! Boah, voll langsam. Echt? Ja. Düsenantrieb an den Hintern geklebt und fetch aus. Los geht's. Naja, gib ihm mal ein bisschen Schnelligkeit. Charge! Für die Paninis! Nein! Sind diese Paninis nicht eigentlich dieses belegte Brot? Nein, das ist ein Sammelalbum, ein Sticker. So. Sauer, das habe ich auch immer. Die Sailor Moon Panini-Dinger da. Dragon Ball, Pokémon, alle mit dabei. Oh, da hast du mal die Päckchen da an der Tankstelle gekauft. Ja. Und habe immer an der Packung gerochen, weil es immer so gut roch. Na, schön nach Plastik, ne? Wölfe. Ahu. Hoffentlich nicht. Ah, das sag ich nicht. Nein, das sag ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, von was du redest. Das will ich jetzt auch lieber nicht sagen. Oh, da ist ein Brackwasserskall. Skal. Gehst du weg? Gehst du weg? Gib kein Leckerli. Und? Der will 10. Was? Nein, du bist Level 9. Nee. Das hab ich genau gesehen. Die Würfe fand ich ganz am Anfang immer, wenn ich alleine gespielt habe, sehr anstrengend, weil die rufen ja Verbündete, wenn du die nicht schnell genug tötest. Und hab ich da gesessen, nein, es wurden immer mehr. War ganz am Anfang, keine Ahnung gehabt. Und ich hatte da nie Probleme, auch nicht in der Beta oder so. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ja? Immerhin. Dazu überhaupt nicht. Ey, das kann doch nicht sein, dass der ganze Part jetzt daraus besteht, dass wir mit dem da hinlaufen. Doch, das sind Events und die geben uns Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Das ist wie Money, Money, Money. We need money. For my... Nein, du wirst gebrochen. Weißt du auch warum? Weil wir auf der Disco deine Lieblingsmusik nicht spielen. Oh ja. Mhm. Nein, Mann. Ich will noch nicht schlagen. Ich will noch ein bisschen trampeln. Ja, aber nicht hier. Gibt Hausverbot. Ein Eintritt hier in der Disco. Geht nicht. Alle weg mit euch. Oh, da kommen die Nächsten. Och, was ist jetzt schon wieder los? Ey, bleibt ihr jetzt mal endlich fern? Ich möchte ein bisschen weiterlaufen. Ja, und nicht immer nur 20 Millimeter. Hast du da ein Maßband liegen? Ja, ich habe ein Maßband in meinem Schuh drin. In meinem Schuh. Und immer, wenn du nicht guckst, hol ich es gerade raus und misst. Das hört sich falsch an. Wie? Pfirsich! Nix Pfirsich. Es ist die reine Wahrheit. Nein, Pfirsich. Ja, jetzt stellen sie sich doch mal nicht so an und laufen weiter. Kann ich eigentlich bei dem Augenkontakt auch, Mann?
Ja, kann man den nicht irgendwie anschieben? Oh Gott, wo habe ich meinen Kopf gerade drin gehabt? Das wäre lustig, wenn man sich oben raufsetzen könnte. Ich würde mich da definitiv draufsetzen. Das arme kleine Ding. Das sieht schon so aus, aber ich Entschuldigung dafür, dass das alles hier ein bisschen zu lange dauert, aber wir können es einfach nicht kontrollieren. Na doch, du kannst ihm mal ein bisschen Schnelligkeit geben hier. Ich hab hier nichts mit Schnelligkeit. Vielleicht ein bisschen mehr mit Bohnen füttern für die Darmwinde, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann darfst du aber auch nicht dahinter stehen. Da hat aber nur die Alte hier die Mona-Probleme. Das stimmt. Wenn er so der Zopf wegfliegt, so und dann hängt er irgendwo hier im Baum drin. Ja, ja, aber guck mal, da hängt eine Schlange. Nein, so, aber guck mal, wir sind gleich da. Oh. Schießen, zielen, da ist Fashion Wars. Hier geht richtig Fashion Wars ab. Ja, hier stellen sich gerne die Leute hin und zeigen, wie glänzend und strahlend ihre Charaktere sind. Die stellen sich dann immer hier schön hin, auf die Treppe. Oh, ein Kürbis. Ja, aber, ja, so leuchtend. Hast du eben mitgekriegt, wie frech die zu uns war? Wir helfen ihr? Und sie sagt, ja. wir sollen uns zum Teufel scheren oder so, keine Ahnung. Komm, schieß mir mal ein bisschen. Es ist wie auf der Kirmes. Warte. Wir müssen auf den Typen da hinten warten. Der sagt uns, was wir machen sollen. Halten, das hat er beim Deutschen immer. Hold. Ja. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nur so weiter. Ja, yeah, aber geht mal. Nehmt ein Gewehr und reiht euch ein. Denkt, na los, komm. Erst schießen, wenn ihr den Befehl dazu erhaltet. Nochmal. Wird gleich besser schießen, du. Hold. Halten. Halten. Jawohl. Boah, wir sind Profis. Naja, jetzt mache ich mal mein Schild hier. Mal gucken. Ah, ich habe gerade gedacht, er springt mich an. Aua, er hat mir meine Nase abgeschlagen. Dann springt er nämlich an. Nein! Ich muss mich weg von dir stellen. Kannst du nicht sein. Stell mich hierher, weil du mein Freund bist. So. Ich muss mich weg von dir stellen. Naja, weil ich immer denke, wenn er dich anspringt... Oh Gott. Oh, ich hab gedacht, er springt mich an, aber er hat den Rechten angesprungen. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Nein! Ach, wegen deinem Cooldown. Ich mag nicht mehr. Oder war aber knapp, du. So, wie heißt denn der denn? Ausbilder Feldwebel. Da ist ja noch einer, aber... Komm, da ist noch eine. Da gehen wir dann auch mal hin. Die ist da hinten. Gut. Damit wir ein bisschen Variation in der ganzen Sache ja! haben. Ja. Oh, die ist nervig. Die blockt manchmal ganz schön lang. Und dann denkst du, dann steht sie so lang. Denkst du, okay, jetzt springt dazu. Dann, toll. Auch nein. Aua. Boah, wir sind perfekt. Wir sind einfach die Besten. Und da verklickt man sich und haut sich hin, Alter. Voll gefresst. Fertig. Ich nicht. Warum? Ich weiß nicht. You can do this. Hochkonzentriert. Es ist nicht, wie ihr denkt. Ich bitte nicht um Geld. Sucht mich auf, wenn ihr wieder auf den Beinen seid. Ich warte ganz in eurer Nähe und habe einen geschäftlichen Vorschlag, den ihr euch sicherlich entgehen lassen wollt. Bis bald. Ja, Quinn. Wer ist denn die Quinn?
Stuff. Ach, ich bin so. Und du mal gucken, ob die noch irgendwas hat. Mag das mit dem Schwert überhaupt nicht. Nicht? Mhm. Stuff. Jetzt bin ich auch fertig. Jetzt könnt ihr mich mal. Bin ich ausgebildet. So, jetzt bin ich Level. Stufe 10. Jetzt bin ich Fachkraft für Schwertkunst. Oh, hier gibt's Schwerter. Kann ich jetzt endlich mal. Ah, jetzt kann ich eine zweite Waffe tragen. Sehr gut. Ah, sehr schön. Oh, das verkaufen wir auch. Brauche ich nicht. So. Ein Großschwert. Dann lass uns mal. Pick up a shield and get in there. That's... I'm rich, you know, sagt er gerade. Okay. We can't exterminate them. Why not? So, wo haben wir denn jetzt eigentlich noch was zu tun? Oh, ganz viel. Hier zum Beispiel, um die Ecke ist denn zum Beispiel, da kommen wir zu dem, ins Sumpfland. Erstmal der Wald und dann kommt das Sumpfland. Wir könnten ja einmal dann, wenn wir da sind, machen wir einen Cut. Und da... Der Herzwald. Ja. Guck mal. So. Jetzt habe ich EP und hoffentlich, wir müssen es noch irgendwie schaffen, auf Level 10 zu kommen, damit wir... Level 11. Wie? Och Mann, Maike, echt? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur die Events gemacht, wie du. Bin ich aber sauer, jetzt bin ich Rampage. So. Und helft mir nicht immer bei dem Veteran. Ich habe auch gerade meine neue Fertigkeit mir angeguckt. Was ist das denn schon wieder für eine bedrohliche Musik? Was passiert hier? Guck mal, ich habe mein schwingendes Schwert. Oh nö. Schwing. So, guck mal, hier ist ein schöner Blick. Hier können wir ja einen Cut machen. Ja, ja, machen wir einen Cut. Aber weißt du was? Ich mogel mich jetzt ein bisschen durch. Weißt du auch wie? Nein. Ich mache jetzt ein bisschen Offscreen, damit ich auch auf Level 10 bin und dann können wir nämlich die Hauptstory machen, damit es ein bisschen Fahrt aufgeht. Also auch mit der Story und alles. Das stimmt allerdings. Verstehst du? Okay, dann gucken wir uns hier jetzt nochmal das schöne Panorama an. Ups. Panorama? Ach so, was vor uns ist. Das ist der schöne Ausblick. Ja, wunderbar. Und da unten ist zum Beispiel unser Freund. Das ist der Eichelhorst. Und da unten wohnen die, die wir jetzt dann noch des Öfteren sehen werden. Die klatsche ich jetzt offscreen und wir sehen uns das nächste Mal. Ey, falls euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Würde mich freuen. Und wir, du bist nicht Level 10. Das wird auf jeden Fall passieren. Okay, wir sehen uns, wir hören uns. Auf Wiederschauen. Bye.